Scheiß leise. So Leute, herzlich willkommen zurück im Team Godzilla. Jetzt habe ich meine Fahne nicht dabei. Ich habe mir extra so eine kleine Fahne gemacht. Blöd gelaufen. Ich stehe jetzt nicht extra nochmal auf. So. Eigentlich wollte ich erst am Montag wieder ein Video machen. Ich habe allerdings einen sehr interessanten Kommentar bekommen, den ich euch nicht vorenthalten will. Und zwar, Lila Laune Chris hat mir geschrieben: Kannst du mal auf King Kong Escapes reagieren, oder wie er auf Deutsch heißt, King Kong Frankensteins Sohn? Da baut Dr. Who ein Mecha-King Kong. Erstmal, ich bin immer wieder erstaunt, wie die deutschen Übersetzungen für so manche Filmtitel sind. Also King Kong Escapes wird übersetzt mit King Kong Frankensteins Sohn. Das finde ich immer wieder sehr, sehr interessant. Wirklich, sehr interessant. Ich habe da, bei was für ein Film war das? Ich glaube, es war Thor. Es war Thor Nummer 2. Der hieß im englischen Original The Dark World und auf Deutsch hieß er The Dark Kingdom, also im deutschen Sprachraum. Ich habe das nicht verstanden. Da gibt es so ein paar Sachen, das ist aber ein anderes Thema. Ich dachte mir, ich schaue mir das einfach jetzt trotzdem nochmal an. Das könnte dann nämlich tatsächlich doch eher so laufen, dass ich mir ein paar Filme angucke, die ihr mir einfach vorschlagt und nicht chronologisch vorgehe, weil ich eben jetzt auch öfter von euch gehört habe oder gelesen habe, dass wohl in Deutschland nicht alle Filme erhältlich wären. Dann gäbe es wohl auch sehr viele Zensuren in den Filmen. Ja, sind die so brutal, dass man da was zensieren müsste? Und deswegen werde ich dann einfach mal auf die ganzen Vorschläge von euch eingehen. Und ihr habt da ja echt sau viel geschrieben. Ich gucke mir heute Abend dann King Kong gegen Godzilla an. Und ja, werde dann das Video dazu am Montag oder am Dienstag eben hochladen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier in den Trailer rein. Und gucken mal. Das heißt, der Film kam nach King Kong gegen Godzilla raus, richtig? Ja, der Jason wird mich schon korrigieren, wenn es falsch ist. So. Bevor ich loslege, denkt mal dran, mir noch eure Vorschläge zu schicken für einen Namen für unser Team Godzilla. Ich habe das Ganze mal bei mir auf Instagram in die Story reingepackt. Und wie gesagt, mich muss keiner abonnieren. Aber eben einfach mal reingucken, da ist dann eben das extra Feld. Da könnt ihr dann eure Vorschläge eintragen. Und daraus wird dann eben dann der beste Name dann auch von euch letztendlich abgestimmt. Und der Gewinner bekommt dann einen Preis, den ich natürlich an Godzilla orientieren werde. Ich habe da schon eine Idee, was es sein wird. Das bekommt ihr aber erst alles dann eben am Montag mitgeteilt. Könnt aber eure Namen jetzt auch schon mal gerne in die Kommentare schreiben oder eben mir über Instagram schicken, wie auch immer. Und ja, Jason, wer die Zeit findet, mich in jedem meiner Videos zu korrigieren, sollte auch die Zeit finden, mal einen Teamnamen anzugeben. So. So viel dann zum Jason für dieses Video und wir legen mal los. Das war der falsche Knopf und ich habe die Aufnahme fast beendet. Okay. Oh, in Farbe. Das soll aber nicht Godzilla sein. Einfach zwei erwachsene Männer, die in einem Echsenkostüm und in einem Affenkostüm ringen. Hey! Das ist aber so Quatsch, so versteht man ja gar nichts. Gucken wir mal, ob wir einen Trailer auf Deutsch finden. Ja, das sieht wesentlich schlechter aus als der andere, aber da verstehe ich wenigstens was. So, dann schrauben wir hier mal. Okay.
King Kong, der Sohn Frankensteins. Es waren noch alles praktische Effekte. Da könnt ihr mir aber auch erzählen, was ihr wollt. Ich finde das immer noch echt geil, wenn ich sowas sehe wie diese Flutwellen eben. Das hier, dass das eben einfach noch alles echt ist. Und heutzutage hast du da ja wirklich noch in jedem Film CGI-Wasser, also sehr, sehr häufig. Und Wasser und Feuer ist halt so eine Sache, das sieht immer noch nicht so geil aus in CGI. Weil das eben wohl noch sehr schwer ist, das Ganze mal zu berechnen. Ich habe da mal, ich glaube, es war Andy von den Rocket Beans. In irgendeiner Kino-Plus-Folge hat er das mal erklärt, warum das wohl so schwierig ist, Bewegung von Wasser und von Feuer berechnen zu lassen vom Computer. Und deswegen sieht es meistens eben ein bisschen scheiße aus. Und das sieht aber echt geil aus. Also, geil. Das sieht aber, ich mag das. Ich finde sowas echt toll. Ich war auch schon mal Universal Studio. Ne? Also, soll jetzt keine Empfehlung sein, jetzt gerade wegen Pandemie sollte man vielleicht nicht verreisen. Wenn das aber alles wieder vorbei ist, da gibt es auch so eine Rundfahrt, wo ihr auch verschiedene Szenarien durchlauft. Ich kann mal gucken, ob ich hier was einblenden kann von meiner Tour. Ich war da, früher war ich öfter mal da gewesen. Ich glaube, ich war insgesamt 4-mal in Universal Studios gewesen, weil ich das so geil gefunden habe. Und da bekommt ihr auch mit, wie die sowas machen, wie diese ganze Technik da funktioniert. Ich blende das jetzt hier mal ein, das ist eigentlich eine super gute Idee, das hier mal einzublenden. Und so läuft es da. Gut. Wir machen jetzt mal hier weiter. King Kong, der größte und gewaltigste auf Erden, ist in höchster Gefahr. Nicht nur sein alter Rivale unternimmt einen neuen Angriff auf ihn. Seine Menschenfreunde wissen, dass außerdem eine feindliche Macht einen supermodernen Roboter auf ihn hetzt. This is true.
recht beeindruckend. Ich hoffe nur, dass Ihr Roboter auch wirklich nach Plan arbeitet. Ja, also die ultimative Böse. Das Steuerbordruder klemmt. Was quietscht denn da so? Sie sagten, Sie wollten noch einmal eine Expedition auf die Insel von King Kong unternehmen. Zu welchem Zweck? Nun, wir wollen seine Lebensgewohnheiten studieren und dazu können wir ihn ja nicht gut nach New York bringen. Die Gegenseite scheint zu triumphieren. Spoiler. King Kong wird nach meinen Anweisungen arbeiten und für uns das Element X fördern. Nein, Susan, du darfst es ihm nicht sagen. Was gibt's? Meine Auftraggeber sind nicht zufrieden mit ihm. Unsere Aktion läuft bereits an. Ja, einfach Spielzeughelikopter, wie geil. Anheben. Ey, es ist einfach zu gut. King Kong in der Gewalt des Roboters. Noch weiter, noch weiter. Jetzt runterlassen. Achtung. Achtung. Vielleicht bekommen wir ja wirklich jetzt nach dem Godzilla vs. Kong Film einen Film King Kong gegen Mecha King Kong oder sowas. Oder das künstliche Geschöpf modernster Technik. Eines der erstaunlichsten Abenteuer, das ich menschlich... Ich hab's jetzt aber gerade echt nicht verstanden. Wieso ist denn jetzt King Kong der Sohn Frankensteins? Ich dachte, der Titel bezieht sich auf Mecha King Kong. Er hat aber eben gerade gesagt, wer wird gewinnen? Der Sohn Frankensteins oder... Warte, oder die Maschine oder was er eben gesagt hat. Moment. Und Frankensteins oder das künstliche Geschöpf modernster Technik. Na, das verstehe ich nicht. Ist King Kong nicht einfach da? Also auch früher? Ist der nicht einfach nur eine Naturgewalt, also ein Kaiju? Oder wurde er erschaffen in dem Film? Ich habe echt keine Ahnung, aber vielleicht macht es so einfach keinen Sinn, was die Stimme aus dem Off da gerade erzählt. Kann natürlich auch sein. Fantasie ausmalen kann, bringt Ihnen dieser neueste Thriller aus der Welt Frankensteins. Der neueste Thriller. Der Sohn Frankensteins. Also, wir haben jetzt hier schon mal gemerkt, der Trailer ist erstmal in Farbe. Das zeigt, na gut, das sieht halt schon scheiße aus jetzt hier, aber es sah gar nicht so verkehrt aus, dafür, dass der Film wirklich aus den 60ern ist. Der Film fängt diesmal auch wirklich an mit einem schwarzen Frame, mit einer Blende. Ist das eine Blende? Naja, eigentlich nicht. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall, er hat einen vernünftigen Anfang und ein vernünftiges Ende. Das ist doch schon mal super. Wie gesagt, das mit dem Sohn Frankensteins verstehe ich jetzt noch überhaupt gar nicht. Und ich kann euch auch wirklich nicht genau sagen, was jetzt da die Story ist. Ich meine, sie haben es schon irgendwie erklärt, aber sie haben das so ein bisschen... Also ich verstehe, wie der Film wohl ablaufen wird. Aber warum, verstehe ich nicht so ganz. Aber gut. Ja, ich kann dazu jetzt aber auch nicht viel mehr sagen. Ich muss mir den Film einfach angucken. Den werde ich vielleicht sogar auch heute noch mit dazu packen, dass ich den mir heute angucke. Die gibt's nämlich meistens sogar auf YouTube zum Angucken, die Filme. In der Regel auf Englisch, aber das macht ja nichts. Können ja gerade mal schauen. Soundtrack. Okay, den gibt's jetzt nicht. Den hier gibt's nämlich komplett, genau. War der Trailer gestern auch in Farbe? Ich bin gerade voll. Nee, der hieß ja anders. Der hieß ja King Kong vs. Godzilla 1962 kam der raus. Natürlich war der Trailer in Farbe. Boah, ich hab echt was zum Teufel. Ich dachte, der wäre in Schwarz-Weiß gewesen.
Muss ich vielleicht doch mal zum Arzt. Ich hab einfach, mein, einfach die Farbe habe ich vergessen. Einfach, dass das ist ja egal. Ja. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken und danke für den Hinweis auf jeden Fall. Ich werde da auch noch ein paar andere Hinweise von euch mal drauf eingehen und dann ab Montag geht es dann richtig los, wo ich dann, oder eben ab Dienstag, muss ich eben zeitlich mal gucken, wie ich es am besten mache, dass ich dann eben auch mal wirklich interessanteren Content bringe und jetzt nicht eben immer nur Trailer zeige oder Trailer angucke und ihr guckt mir dabei mit zu, wie ich Trailer gucke, sondern ab dann geht es mal wirklich los mit ganz vielen verschiedenen Themen. Die Backstory von Godzilla, von Kong aus den verschiedenen Varianten, was sind Kaijus, und da habe ich noch ganz, ganz, ganz viele Ideen für bestimmte Videos und natürlich auch für die ganzen Jurassic Park und Jurassic World Videos. Muss ich eben dann nochmal anfangen, mir alles durchzulesen, und dann machen wir das Ganze eben auch so pro Kapitel, werde ich dann auch ein kleines Video dann eben darüber machen. Und dann geht's ab im Monsterverse, damit nicht nur ich, sondern auch alle von euch, die noch keine Ahnung von dem ganzen Kram haben, bereit sind, wenn der große Blockbuster hoffentlich im Kino kommt. Das ist das Schlusswort. Bis dann.